nicht so, dass das Graining passiert. Und deswegen ist das Grip-Niveau relativ stabil. Es wird immer erst dann kritisch, wenn der Reifen unter ein bestimmtes Niveau kommt. Dann ist der sogenannte Connecting Rubber da. Das heißt, es ist ein harter Gummi, der die Lauffläche mit der Gummimischung verbindet. Und da hat man dann gar keinen Grip mehr. Also noch scheint es zu gehen. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil die RTL-Zuschauer sind ja eigentlich mit der Formel 1 groß geworden und haben alle Fachausdrücke eigentlich auf der Festplatte abgespeichert. Aber für die zwei, drei, die jetzt Graining und Grip-Niveau während der Winterpause vergessen haben, noch mal ganz kurz die Erklärung. Na gut, das Graining ist das Phänomen, was auftritt, wenn die Reifen stark belastet werden und dann körnen. Das ist diese Gummiwurzeln, die da wegfliegen. Das ist das Graining. Und was wolltest du noch wissen? Grip-Niveau. Das Grip-Niveau. Also wer das nicht weiß, natürlich ist Grip die Haftung und das Niveau ist ein französischer Name für Level.